Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Ich werde jetzt Mischfutter von der Mischfutterfabrik ins globalen Markt fahren, um da entsprechend einzulagern, auch zu verkaufen, und dann nutzt mir das der Marsch. Umgekehrt, wenn wir hier mal einen Umzug geschafft haben, wenn es mal soweit ist, dass wir gleich Futter in vollen Zügen dann hier zurückkaufen können. Das ist im Grunde eine Zwischenlagerung des Futters, ne? Praktisch, dann können wir gleich wieder voll zuschlagen. Weil die Kühe will ich ja mit rübernehmen, ne? An Möglichkeit die Maschinen auch. Das betone ich mal, an Möglichkeit. Wenn ich es hinkriege, ist gut, wenn nicht, ja, dann muss ich mir halt die ganzen Fahrzeuge irgendwie aufschreiben, was ich habe, und dann entsprechend nachkaufen, ne? Ist ja halt so, ne? Und die Differenz, was die Neukosten halt, würde mir das die Summe Geld aufschreiben, was ich habe, und dann entsprechend das dann entsprechend gut oder wieder abschreiben, ne? Ich möchte ja nicht Geld einfach so mich gut schreiben, das ist dann irgendwie, ne, das macht dann auch keinen Spaß, ne? Das wäre so, wenn man cheaten würde, ne? Ach komm, wir kaufen mal alle Felder so ungefähr. Ne, das will ich auch nicht, ne? So stückchenweise wachsen, jedes Jahr ein bisschen, so ungefähr stelle ich mir das vor. Und da habe ich ihn ganz gut verdient. Und dann soll er sich weitergehen, ne? Und ich könnte auch noch mit Futter bei der Marsch verkaufen, ne? Das ist auch eine Möglichkeit, ne? Ich weiß zwar die aktuellen Preise nicht, aber da kann man ganz gut verdienen, ne? Und das kann man automatisch machen lassen, ne? Im Grunde, dass man da vom globalen Markt, muss nur die Reifeisen müsste angeschlossen sein. Da hat der Holger alles gemacht. Danke Holger, Grüße gehen raus. Könnte ich da auch Geld verdienen auf der Marsch, ne? Im Grunde nutzt wie die Verkaufsstation auf der Marsch, ne? So einfach ist es. Das ist praktisch. Wenn wir hier mich schön leer machen, kann ich entsprechend nachts produzieren. Und dann haben wir entsprechend auch das ganze Silage und Stroh fast dann verarbeitet, ne? Stroh wäre nicht ganz so dramatisch, aber ich möchte die Silage zumindest verarbeiten, ne? Wenn Stroh drin bleiben würde, einige tausend, naja gut, egal. Aber wie gesagt, das Heu und die Silage möchte ich gerne verarbeiten. Da steckt ja auch die Arbeit drin, ne? Und wenn das wirklich vom Wetter her immer so schlecht sein würde, dass wir den Mais nicht ernten können, zwar Richtung Körnermais, dann müssen wir doch vielleicht Silage machen. Aber dann nicht im Silo, sondern im Fragmenter, ne? Also da entsprechend, ne? Da müsste man die Silage auch entsprechend ja, entweder den BGH verkaufen oder Richtung globaler Markt. Und dann entsprechend da auch entsprechend veredeln und verkaufen. Aber da sind viele Wege noch machbar, so. Das sollte sich ja lohnen, ne? Wie auf den Feldern aktuell ist, habe ich nicht vor, was zu bestellen, ne? Wenn ich nur weiß. Aber ich weiß nicht genau, wann die genau fertig werden, ne? Mit der neuen Karte. Ich habe da keine Informationen zu. Schon sehr lange her. Gerade neu veröffentlicht, Mottab Futteranlage für die Kühe. Für mich persönlich wäre das mal eine Option, ne? Aber auch nicht mehr hier, also hier nicht mehr. Dann kann man das entsprechend einen Bunker voll machen und das macht dann allein, ne? Dann brauchst du noch einen Bunker reinfahren. Dann haben wir da schon mal keine Probleme mehr. Bunker passt ja ein bisschen mehr rein als jetzt
als Futterreserve, ne? Und das trifft dann auch eher den Realismus so, ne? Wobei Mischfutter bin ich mir ein bisschen ja, ich sag mal so, das ist ja alles im Grunde ein bisschen feucht, ne? Von Silage ist ja nicht trocken, ne? Und wenn Silage lange luftig ist, hält die sich ja, ne? Aber sobald da Luft dran kommt, da passiert ja automatisch vom Stroh und vom Heu her, dass da Luft bei rankommt. Dass das noch lange dann auch haltbar ist, ich weiß es nicht. Das ist ja auch begrenzt. Also da wäre ich jetzt extrem vorsichtig zu sagen, es hält sich noch 7-8 Wochen. Ne? Weil die Box ist so zu, dass da keine Luft rankommt. Dann kann man sagen, okay, Sauerstoff, das kann nicht groß verrotten. Ne? Oder es wird kühl gehalten, ne? Also nicht kalt, aber so im Schatten oder so. Die Sonne wiederum wird es trocken machen, ne? Trocken ist ja auch eher gegen das Verrotten hilfreich, ne? Also ich habe da keine Erfahrung mit. Mischfutter hatten wir früher so nicht. Die hatten reine Silage gefüttert. Die war oft nass, weil das draußen Freisilo war und das überdacht wäre es sicherlich besser gewesen. Aber ich denke mal, überdacht in Anführungszeichen, das wäre auch im freien Feld mehr oder weniger, sagen wir, sehr, sehr wahrscheinlich immer weggeflogen bei Strom. Hätte man vielleicht Bäume pflanzen müssen, ne? Ringsherum, dass da der Wind nicht so nicht so entsprechend man hat hier gerade erschrocken hier. Im Verkehr hier heute mal in Thüringen. Ja, die gute Frau da vorne, glaube ich. Das ist eine Abzweigung, sind die ein bisschen schwierig, aber gut, ist halt so, ne? Blöd, wenn man die Kurve nicht kriegen will. Aber wie gesagt, wir haben viel Milch, ne? Also das machen wir beim Mischfutter, beim Vollmachen. Bestimmt 500.000 Liter oder so gewesen. Dann kann ich mir das nächste Mal gleich mal ein Fahrzeug wieder einstellen und die Milch Richtung Molkerei fahren. Alt S, Kühe. Ja, 454.000. Die Mischration ist gut voll und da ist auch gut voll, ist schon fleißig. Immer noch junge Tiere bei, ne? Gut, hier 303 ist schon ein bisschen älter, aber 2 Jahre brauchen die, 1,2 oder 1,8 Jahre ungefähr. Kann man mit einplanen, ne? Lange brauchen die schon. Verkehrte Richtung. Ah, fährt ja schon Kraft, ne? Also das ist nicht zum Werken. Wo der GTB auch Kraft hat, ne? Also laut Beschreibung. Ob das so umgesetzt ist, ist eine andere Frage. Die Mist müssen wir wegfahren, aber gut, das schaffe ich nicht. Alles geht zur Zeit nicht. Können wir gleich mal wieder Heu fahren. Oder mal ein bisschen Hackschnitzel zu machen, das können wir auch machen. Zur Abwechslung. Machen wir jetzt Hackschnitzel. Das ist ja da vorne das Ding, der Anhänger ist gleich da. Holz will ich nicht mehr machen. Aber das Gas geben kommt mir gut runter, glaube ich. Da muss ich ganz kurz das Ding da oben holen. Ja, wer hier eine Lösung weiß, ich weiß es nicht. Das Holz will nicht angenommen werden. Egal was ich mache,
Das nimmt nicht an. Nur Holz, das jetzt hier rumliegt. Ich habe ja ein paar Balken zu liegen bei der... Mach mal einen Händler. Na, ja, schnell geht nicht. Ja, das nimmt er an. Aber den, gleiche Stellung, gleiche Position, wird nichts. Gut. Das ist aber der große Käse, ne? Ja gut, ist egal. Wir nehmen den Fan jetzt, ne? Wir fahren den kurz runter, packen das Ding auskuppeln, abkuppeln oder wie das heißt. Und dann werden wir den Traktor wieder hochfahren. Müsste mal ein Forum schreiben. Ich weiß noch nicht genau, wo das steht, ne? Schreiben könnte. Bei Kraftstoff. So, machen wir den Holz, also das Zeug hier, das veredeln, so Hackfutze. Und das fahren wir dann entsprechend, so mal kurz, okay. Kleines Zeug gleich mitnehmen hier. Das lässt sich gut verarbeiten. Das Stück hier ist auch recht groß noch, in Anführungszeichen. Man wollte nie weg, ne? Weil Bretter wollte ich keine mehr herstellen, das ist mir jetzt ach, zu aufwendig kann man nicht sagen, aber das ist einfach zu. Das ist mir dann doch ein bisschen zu blöd, ne? Lässt sich nichts verdienen, sag mal so. Und ich brauche Hackfutzen in dem Arsch. Papier. Paletten. Er ist voll. Also hier müssen wir bald die Stoppen wegnehmen, damit man überhaupt gut fahren kann, ne? Wenn wir machen. Das ist ja notwendig, ne?
weggerannt. Ist auch ein Bär. Vielleicht ein günstiger Winkel, ne? Das kann sein, ne? Das ist ja da ganz Zeug. Ah doch, geht alles rein. Der Rest ins Rohr, ne? Der Hänger ist voll. Oh, liebe Schauer, das soll es auch für heute schon gewesen sein für den Mittwoch. Ich sag mal tschüss. Ciao, ciao. Und ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Dickes Dankeschön fürs Liken und Kommentieren. Vielleicht macht es mal der eine oder andere. Wie gesagt, geht darum, den Kanal weiter vorzuschlagen. Dazu muss man den Algorithmus von YouTube ein bisschen beeinflussen, im positiven Sinne. Vielleicht klappt das. Man kann es probieren, ne? Immer tschüss. Ciao, bis dann. Tschüss.